Nicht gelungen, schade. Ja, dann kriegt man spätestens diesmal wahrscheinlich. Ja, kriegt er. Aber ich glaube nicht, dass er sowieso noch irgendwie mal drankommt. Ich glaube, der stirbt jetzt. Mal gucken. Ich wäre jetzt dran. Erste Aktion, ich würde meine Armschiene auslösen und Ball Paschaza. Und dadurch steigt meine Attacke um 10, meine Eni um 10. Das hätte man auch alles vorher machen können, aber gut. Wozu? Ja, wozu? Geld hält bloß 5 Kampfrunden, insofern muss man die kleinteilen müssen. Ja. Gut, das kostet mich 6 ASB und wäre meine erste Aktion, damit wir 2 Aktionen warten. Oder ich die gleich machen, keine Ahnung. Ja. Dann steht er auf. Kann ich ihn irgendwie dran hindern? Mit ihm niederwerfen. Das habe ich nicht. Dann schämlich. Gut, dann steht er auf. Gut, dann steht er auf. Das war seine Aktion. Ich muss gerade gucken. Das waren die abtrünnigen Ferkinder. Das war Abelmir. Hast du noch eine Aktion? Ich habe da eine Aktion. Das dauert eine Aktion. Ich würde ihn jetzt mit Finte 5 und Wuchschlag 5 angreifen. Ja, dann los. Plus minus 0 Attacke. Ja. Er könnte noch frei ausweichen. Er versucht's. Bevor er stirbt, versucht er frei auszuweichen. 19, nicht geschafft. Gut, dann kriegt er jetzt noch einen 5er Wuchschlag dazu. Ja, dann ist er tot. 12, ja. Gerade so eben. Gerade. Das war gerade so eben tot. Also es ist halt nicht so ein Raffin-Move, ne? Mit 38. Ja, lässt ihn noch kurz aufstehen, verbeugt sich vielleicht noch einmal gespielt vor ihm und schlägt ihm dann den Kopf ab. Richtig unwürdig. Erinnern zu Objekt. Das war Abelmir. Halligin, der heute auf der 25. Halligin möchte ihn gerne vom Pferd runterholen. Halligin nimmt erstmal W6 SPA. Ja, nimmt er. Würfel du 2 Schaden. Sind. Wieso 2? 3? Ja, das ist, weil der Folgeschaden SPA sind. Ach so, ja, ich hab's auch gerade eben erst gesehen. Ich heule innerlich. Zanzen sind so nutzlos, wenn man nichts kann beim Beschwören. Wenn man sie nicht bufft, ja. Du möchtest ihn vom Pferd holen. Ich habe ihn tatsächlich schon einmal als Token. Ach ja, hatte übrigens, ich weiß gar nicht, ob wir das gemacht haben. Wir hatten übrigens letzte Runde 1W6 nie verloren. Haben wir daran gedacht? Ja, haben wir. Okay, gut. Hast du auch gewürfelt? Was ich weiß, was ich vor 2 Minuten getan habe. Und zwar, Zulamin wirft dem Zand einen schälen Seitenblick zu. Und jetzt nicht entgangen, dass die Säure auch auf das Pferd spritzt. Das heißt, es hat eine gewisse Brisanz, den Gegner von seinem Pferd zu separieren. Und deswegen versucht sie ihn nochmal mit einem Niederwerfen darunter zu holen. Und zwar würfle ich mit einer plus 10. Gucken wir mal, ob das klappt. Dann können wir immer noch über die Details reden. Nein, das klappt leider nicht. Gut. Unabhängig davon wird er vom Pferd springen. Cool. Er kriegt erstmal zwar einen Passierschlag von unserem Zampenbruder. Nein. Nein. Er springt vom Pferd, aber er bleibt in eurer Reichweite. Er bleibt in DKH. Er möchte also mit dem Zand kuscheln vom Pferd springen. Er springt vor allem vom Pferd. So. Ja, naja, okay. Und du kannst mir einen Passierschlag mit dem Zand geben. Ja, der trifft ja sowieso. Das ist ja schön. Oh, ist das schön, wenn du mit meinen Werten gegen mich würfelst. Und ich weiß, wo du wohnst. So, und jetzt kommt aber sowas von der gewaffenmeisterte Klingensturm. Er kämpft gegen 3, das darf er. Also er kann ihn auch gegen 3 aufspalten. 24 geteilt durch 3. Er schwert um 6 Punkte. Wieso um 6 Punkte? Gegen den Zampenbruder, weil dicker. Du wolltest es so. Ja, er würfelt erstmal. Einen Augenblick, er teilt den auf 3 Gegner auf, oder? Ja, korrekt. Er darf das aber nicht gleichmäßig aufteilen. Also ich habe dafür 2 Schemata für den Klingensturm, entweder 1099 oder 1666. Du musst mal schauen, es gibt da irgendeine Regel dafür, wie du den aufteilst. Ja, weiß ich. Genau, weiß ich. Habe ich gesehen. Ich würfel einfach mal. Das sind 3 Angriffe. Also ein Angriff, den er in 3 aufspaltet und alle müssen gewürfelt werden. Das sind 3W20. Dem Zand gibt er tatsächlich die niedrigste und was hast du für einen Attackewert, Zulamin? Auch 24? 23. Er hat 24. Dann, wie war dein Schema? 9, 10, 10? Entweder 10, 9, 9 oder 16, 6, 6. Dann nehme ich 16, 6, 6. Und die 16 gegen Serpentilio. Wirklich? Ja. Why?
weil ich dich lieb hab. Ich bin nur ein unschuldiger kleiner Schwarzmagier. Das ist der Klingensturm. Und einer, der gegen den Zand, ist... Na, schauen wir mal, ob wir ihn bestätigen. Der ist bestätigt. Nee, mit der 6 ist er nicht bestätigt, er ist nur getroffen. Das sind 1W6 plus 8. Ja, das hat pariert. Also er versucht zumindest. Die 10 sind für dich. Darfst du nicht. Die 10 sind für mich. Ich möchte natürlich. Der Zahn hat schon angegriffen, der kann nicht parieren. Klar, hat seine Reaktion pro Runde. Der hat doch zweimal geprankt, einmal gebissen. Nein, er hat einmal geprankt und einmal gebissen. Zand kann nicht offensiv, der Zand kann gar nicht umlaufen. Also du nimmst erst einmal 10. Erstmal habe ich noch eine Parade offen, mein Freund. Hat er uns Erzerpentilio getroffen, aber nicht mich, richtig? Ja, richtig. Der Junge macht gar nichts. Der alte Mann pariert. Gerade so gleitet der. Er hätte durchgehauen. Er hat es, glaube ich, versucht und hat erst dann gemerkt, dass Magierstäbe ja unzerbrechlich sind. Deswegen prallt gnädigerweise der Halbhänder wirkungslos vom Stab ab. Wirkungslos im Sinne von, er knallt mir Serpentinium immer noch auf die Brust und drückt ihm die Luft raus, weil, naja, er ist Kraft hinter, aber er geht halt nicht durch. Gut. Bin jetzt aber, wie gesagt, vom Pferd runter. Der Zand hat nicht berührt. Wie viel Schaden war das? 9. Ja, ist egal, der Junge hat 50 LEP oder so und Resistenz profan, das vergiss es. Ist ja nicht profan. Okay, dann. Das ist eine bluttrinkende Waffe. Das muss ich mitschreiben. Aber er kann keinen Zand trinken, oder? Er trinkt keinen Zand. Zand hat kein Blut. Zand hat Säure. Hey, du kannst halt keinen Serkaian von Leuten absaugen, die keins haben. Du könntest auch Vampire nicht Blut trinken, I guess. Moment, die haben es ja. Es gibt keine Vampire. Dann ist das Harley Jean der Reuter. Weil er ist halt vom Pferd gesprungen, dann hat er keine Aktion mehr. Die abtrünnigen Pferdkinder zu Pferd haben wir. Haut das Pferd jetzt ab? Weil das hat Säure. Das andere Pferd von ihm haut ab, ja. Hat Zulamin noch mal Aktion? Ich will's nicht sagen, aber liege ich da vielleicht drunter, wenn es weggaloppiert? Ja. Zulamin hat noch 2 Aktionen. Und zwar bei der 10er Erschwernis war die 3er Erschwernis durch auf dem Pferd sitzend drin, eine 4er aus dem Niederwerfen und eine 3er war eine Ansage. Warte mal kurz. Serpentilio, du willst so frei ausweichen? Ja, warum nicht? Wenn ich es darf, es würde ich nicht schaffen. Niederreiten sind aber unter 5 Schritt, also nur 1W6 Schaden. Ich würde tatsächlich einfach einen Trampelschaden geben. Trampel sind 2W6? Klingt, Niederreiten ist ja eher, wenn das Pferd halt wirklich mit dir kollidiert und dich zu Boden wirft. Trampeln ist, wenn du die Hufe in die Fresse... Trampelschaden ist der doppelte, ich meine einfach ein Trittschaden, weil es ist ja kein gezieltes Trampeln. Das müssten vielleicht 2W6 sein? Ich habe direkt Zobot auf. Ich glaube ja. Trampeln. Geschulte Streitrösser. 2W6 plus 5. Ja, Trampeln hängt irgendwie. Ein durchschnittlicher Streitross und 2W6 plus 5. Es ist ja nicht Trampeln, es ist ein Tritt. Oder sagst du, es ist Trampeln? Ich habe noch 2 Aktionen. Kann ich eine davon verwenden, um das Pferd irgendwie zur Seite zu scheuchen, dass es außenrum galoppiert? Aber mit einer ganzen Abrichtenprobe sind 2 Aktionen. Ja, Streitross, TP 2x plus 5, ja. Achso, weil das wird jetzt, ja. Also wir sind auf einer Reihe-Quest. Das wäre natürlich sehr gut, wenn du jetzt Harley Jeans Pferd wegtreibst von Serpentilio. Das sehe ich tatsächlich nicht Reihe-relevant. Weil das tut ja dem Pferd nichts, oder? Serpentilio-relevant. Ja, schon. 2x6 haben das Potenzial, mich 1 plus 7 haben das Potenzial, mich umzubringen. Just saying. Ja, also wie gesagt, ich. Dann abrichten. Will ich aber beide Aktionen fahren. Ansonsten Trittschaden von einem Tolamin ist 1W6 plus 2, danke. Also plus 5 dann, glaube ich, von Streitpferd. 10, alles klar. Dann nehmen wir das Pferd hier hin. Und Serpentilio wird nicht niedergetrittelt. Merkt der gar nicht. Warum dem passiert gerade so viel? Das ist nächste Kampfrunde, Rafim. Ich glaube, du hast keinen Gegner mehr. Da liegt ja noch einer, der lebt. Dann bringst du ihn um. Korrekt. Serpentilio, 15. Tut nichts, aber der Zand möchte vorziehen. Ja. Oh, und zwar greift er den guten Harlejin von der Seite an. Ja. Ey, was sind das? 3 Punkte Erleichterung? Ich mach Klingenwand. Ja. Ja, okay. Darfst du also nicht mehr groß. Also darfst du machen, aber bringt dir nichts so, großer Gegner. Ja, richtig. Aber ich kann euch beide parieren. Wir beißen die Schierpranken einmal, ja, in dieser Reihenfolge. Das ist gelungen. Bis auf die 12. Bis auf die 12, Prank auf die 15.
Ja, sorry, dann ist der Biss tatsächlich nicht gelungen, du hast recht, danke. Und die Pranke gelingt allerdings. Es sei denn natürlich, du möchtest die parieren. Ja, darf ich ja nicht. Mit dem Schild. Mit dem Schild, ja, ich hab ein Schild. Dann, aber dann darfst du nicht Klingenband. Doch, ich darf. Klingenband mit dem Schild ist erlaubt. Steht in der Klingenband drin. Achso, okay, du musst dann aber halt eine andere Aktion aufwenden. Ich meine, du kriegst dann nicht die zweite Schichtparade. Richtig, ja. Das meine ich. Okay. Gut. Also, das ist die erste Klingenwand. Das war jetzt die Klingenwand. Nein, die Klingenwanden darfst du nicht. Ich spalte meine eine Parade spalte ich in zwei Paraden auf. Ja klar, aber das musst du mit dem Schild machen, weil der Zahn ein großer Gegner ist. Genau, ja, das ist ja mit dem Schild. Also hat der Schild. Also Schild das heißt also nicht die Klingenwand, sondern die Schildparade. Ja, auch auf die 19 ist auch okay. Gut, dann ja. Gut, das war der Zahn. Wie funktioniert das eigentlich? Weil ich habe ja noch gar nicht angegriffen. Oder hat er jetzt gar keine Klingenwand gemacht? Er hat noch keine Klingenwand gemacht, er hat Schildparade gemacht. Du kannst die Klingenwand mit deinem Schild machen. Na dann, passt ja. So, dann, Zulamir, möchtest du vorziehen? Er hat noch nicht gesagt, dass er mich angreift. Er macht einen Klingensturm und eine Klingenwand. Das geht definitiv nicht. Warum? Weil du nicht mehr ohne Klingensturm und Klingenwanden darfst. Doch. Was glaubst du, warum ich das nie tue? Das ist explizit im WDS ausgeschlossen. Ist das so? Ja. Ja. 100 pro, denn ich habe mich damit auseinandergesetzt und das ist echt das nicht WDS so cool. Das WDS versucht und schafft es eigentlich größtenteils auch zu verhindern, dass du mehr als drei Aktionen pro Runde haben kannst. Dann macht er einen Klingensturm und das andere war eine Schildparade. Das darf er. Ja. Okay, ich ziehe vor, ich hebe eine Parade auf für seinen Klingensturm und möchte aber davor ihn zweimal angreifen. Vielleicht kommt er ja gar nicht mehr dazu. Okay, dann mache ich erst eine 10er Ansage. Wuchtschlag. Gucken wir mal. Und sehr gut. Das nicht. Dann ist deine nächste um 5 erschwert. Genau. Wegen dem Klingentänzer, aber halbiert. Um mich nicht weiter in Schwierigkeiten zu bringen, sage ich dann nicht mehr so furchtbar viel an. Ja, was? Gut. Gut für ihn ist. Ich mache Klingensturm aber nur gegen zwei Leute, also nur gegen Zulamin und gegen Serpentilio, den Zand ignoriere ich. Macht er einen Klingensturm? Ja, doch, er macht einen Klingensturm und danach machen wir den Kermortieb. So, dann erster für Serpentilio, zweiter für Zulamin. Möchten wir natürlich schon ganz gerne wieder parieren. Das ist nicht gelungen. Es ist in der Tat nicht gelungen. Dann gib mir Schaden. 13. 13 gehen 3 von ab für Rüstung. Es sind dann also 10. Das ist zum einen eine Wunde, wofür ich dann einmal die Trefferzone herbeinehme. Puh, als hätte übel werden können. Und dann Schaden drauf, über Wunschwelle. Meine der Wunschwelle, Zahn wird dann wieder frei, dann wird es halt richtig hoch. Nein, wird er nicht. Der Zahn hat einen Befehl. Ja, dann bringt er den einmal um und dann bringt er alle anderen um. Ja. Das ist richtig. Dann eine Sekunde, meine Wunschwelle ist 6 Punkte, das ist dann noch 4 erschwerte Selbstbeherrschung. Ich bleibe bei Sinn. Ja, sieht gut aus. Und Haligin ist durch? Haligin ist durch, dich hat er nicht getroffen. Gut, dann werde ich umwandeln und probiere das mit der plus 10 nochmal. Und das klappt. Ja. Das klappt super flockig. Das ist mein Maximalschaden. Das sind 23 Trefferpunkte. Dann beschreib die Szene bitte. Ja, Zulamin steht da zwischen Serpentilio, der eigentlich nur versucht, am Leben zu bleiben, und dem Zand, der sehr entschlossen auf seinen einstigen Herrn losgeht. Und Zulamin schaut einmal nach links, einmal nach rechts und hat gerade noch den Klingensturm abgewehrt. Und sticht jetzt mit aller Entschlossenheit mit beiden Säbeln zugleich zu. Und der schwarze und der weiße Säbel dringen in den Körper von Haligin, dem Häuter, ein. Sie zieht nach außen und Haligin bricht zusammen. Okay. Dann könnt ihr noch einen letzten Flammenstrahl von Kelbarra erkennen,
den sie wohl in Richtung von Hassan schießt und auch der Gegner von ihm bricht dann zusammen. Und so legt sich, bis auf den bluttriefenden, säuretriefenden Zand, der dort schwer atmet, in der Mitte des verwischten Pentagrammes, alles doch wieder recht still. Die Pferde um euch herum wiehern noch, sind noch etwas aufgescheucht, aber nur noch das Fließen des Blutes im Sand und das leichte Plätschern vom See in der Oberfläche. Lamin macht ein paar Schritte von dem Zand weg und schaut Serpentilio an. Kurioserweise macht der Zand dir genau zwei Schritte hinterher, um dann vor Serpentilio Platz zu nehmen. Hättet ihr die Güte, mir aufzuhelfen? Gewiss. Oh. Sie zieht dich auf die Beine. Ja, er regt dir ein wenig das Kinn entgegen. Sagt mir, Capitania, sieht es sehr schlimm aus? Es fühlt sich sehr schlimm an. Ihr seht in der Tat nicht gut aus, aber ich bin froh, dass euch das Pferd nicht niedergetrampelt hat. Aha. Und dass ihr noch am Leben seid. Ich nehme an, der Zand gehört jetzt euch? Was? Oh, dieses. Seht ihn euch einmal an. Ich bin wieder da. Ich habe auch zwei erwischt. Ah, hervorragend, dass ihr da seid. Es ist Zeit für eine praktische Lektion, Adepta. Konnte ich euch helfen? Erklärt mir doch bitte, auf welche Weise man erkennen kann, dass dieser Zand hier von minderer Qualität ist. Ich unterhalte mich nicht so viel mit Zanz. Ich würde ihn direkt jetzt in die Niederhöllen schicken. Habt ihr einen gerufen? Nein, der war schon hier. Ach so, ja. Und dann habt ihr ihn jetzt übernommen, ja? Nun, okay, da ihr euch... da ihr euch offensichtlich nicht mit einer solchen Betrachtung auskennt, erzählt uns doch stattdessen vielleicht, wie man ihn am besten umbringen würde. Am lebenden Objekt, wenn ich bitten darf. Also Nahema hat zumindest immer erzählt, wie sie damals im Thronsaal von Galotta hat einen Zand beschwören lassen. Das hat auch nicht funktioniert. Nun, aber den hat sie auch übernommen. Soll ich es mal versuchen? Bitte. Okay, sie versucht jetzt die Kontrolle des Zands von dir zu übernehmen. Wirft eine Kontrollprobe? Sie wirft eine Kontrollprobe. Es kostet sie ein paar ASP, aber die ist konträr. Vermutlich wird sie es nicht schaffen. Sie ist keine Dämonologin. Ja, ich zische ganz leise auf Rissar springen und deute eine Stelle vor ihr an und der Zand macht halt einen Satz auf sie zu, bevor er dann am Rand des Kreises stehen bleibt. Ihr Magierschwert zuckt hoch und sie schlägt gegen seinen Kopf. Könnten wir das lassen und ihn ja nicht wegschicken? Selbstverständlich doch. Nun, ihr müsst noch lernen, Adepta, aber das war ein ehrenvoller erster Versuch. Dann wedelt Serpentilio mit der Hand und entlässt mit einer Kontrollprobe, denn er ist nicht geboren. Oh, was? Was? Wegen Sekunde, wir müssen jetzt ins WDS schauen. Letzten Schicksalspunkt von Abelmir. Hat er noch einen? Ich habe noch einen. Ja, willst du den für die 20 ausgeben? Wir gucken gleich mal ins WDS nach. Okay. Sekunde, ich muss blättern, denn ich weiß aus dem Kopf nicht, wo das Verkacken von... Wie geht der Magie ist drüber? Ich weiß noch nicht, auf welcher Seite. Ich glaube, es ist vor dem... es linkt dir, Herzensprobe. Warte kurz. Hier. Wäre die Probe trotz des Patzers gelungen, zieht sich stattdessen die Punkte, die der Kontrollwert inklusive alle Modifikationen über 20 liegt vom Würfelwurf ab. Das heißt, wir müssen jetzt erst noch meinen Kontrollwert zusammenrechnen. Der war, das haben wir schon festgestellt, 18. Der war 18 plus 7... Also 25. Jetzt würfel ich 2W6. Ja. Das sind 7. Wir ziehen davon 5 ab. Das bringt uns auf die 2. 2W5. Der Dämon zieht sich verärgert in seine Sphäre zurück. Alle noch offenen Dienste verfallen. Der Beschwörer erhält einen Punkt Verfall. Ich werde dies im Forum vermerken. Es ist einen Moment lang, Aventino wedelt dann mit der Hand. Und es passiert nichts. Und gerade als sich seine Augenbrauen zusammenziehen, platzt mit einem Schauer von übel riechender, aber glücklicherweise nicht mehr disphärischer Säure, der uns alle kurzzeitig, bis er sich dann auch in Rauch auflöst, bedeckt der Zand. Okay. Kurios. Sulamin, was möchtest du tun? Sulamin winkt, wie gesagt, Hassan, sie zu begleiten und schaut sich erstmal das Pferd an, das noch hier ist. Also versucht das zu beruhigen und schaut sich an, wie seine Verletzungen aussehen. Leicht. Ich glaube, Pferde haben 40, 50 LEP, 60?
So, um den Dreh. Und sie, haben eine Konst, die von sonst nichts. Hat er irgendwie Säureschaden von 1W6 Ausdauerschaden bekommen. Also es ist halt nicht schlimm. Okay, dann lässt sie dann nur ein bisschen Wasser drüber laufen und schaut sich dann um. Rafim kommt ja auch gerade zurück. Ich möchte gerne sehen, was aus den übrigen Tieren geworden ist, aber es könnten noch Feinde in den Ruinen sein. Würdet ihr mich begleiten? Naja, Feinde können wir nur hoffen und ich glaube, das eine Pferd macht's nicht mehr lange. Also das da vorne. Diesen Worten würde ich mich umdrehen und dahin gehen. Serpentilio, du kannst sehen, wie Kelbarra jetzt einen großen Manifesto Feuer wirkt und dann anfängt, die Leiche vom Häuter zu verbrennen. Jetzt scheint es eilig zu haben. Nun, ich habe ihn bereits 4-mal selbst getötet. Ich weiß, dass er immer wieder zurückkommt und ich möchte es ihm so schwer machen wie möglich. Eine hervorragende Idee dann. Lasst mich wissen, wenn ihr etwas braucht. Und dann geht Serpentilio einige Schritt weit weg und setzt sich auf einen Stein und fängt an, sich selbst zu verarzten. Ich wollte euch nur darüber hinausweisen, dass ihr euch einen mächtigen Feind gemacht habt. Definiert bitte. Nun, Hadijin der Häuter plagt seit dem 35-Tage-Krieg das Land. Nun, glücklicherweise pflege ich an den meisten Tagen keine Reisen durch Oran zu unternehmen. Gut. Ich weiß die Warnung allerdings zu schätzen. Ja, damit ist sie weiter dabei, den Körper, den Leichnam von Hadijin zu verbrennen und es prickelt so ein bisschen ekelhaft, wenn dann auch diese lederne Hautmaske dann verbrennt. Ja, die wollte von uns sowieso keine Hand fassen, nehme ich an. Vermutlich nicht, nein. Ihr habt noch zwei Pferde. Eins, zwei, drei. Vier Pferde, die gut sind und eins, was gebrochene Füße hat, gebrochene Hufe, vor dem Rafim und Zulaminiert stehen bleiben. Sei so lieb und hab ein Auge auf den See. Wir wissen immer noch nicht, was darin ist, oder? Naja, wenn wir viel Glück haben, kommt's jetzt raus. Na dann, vielleicht hast du Glück. Und Zulamin betrachtet dieses, so gut wie tote Pferd. Und würde einen Heilsegen dafür raushauen. Aber der Heilsegen schließt keine regeltechnischen Wunden. Heißt das, ich kriege trotzdem die gebrochenen Beine wieder hin? Oder? Mit einer Erschwernis von +7 würde ich das zulassen, dass du auch die Wunden versorgst. Ja, eigentlich ist das die Domäne des Wundsegens. Ich denke nicht, dass ich sowas habe. Heilungssegen habe ich halt, weil ich eine Geweihte der Zwölfe bin. Wundsegen ist, denke ich, was spezifisch für Reiner. Eine Liturgie. Ja, genau. Habe ich nicht. Würde ich trotzdem also zulassen, weil du Reiher-Geweihte bist? Also wenn du da jetzt für Karma ausgibst? Ja, warum nicht? Das wiederum klingt fair. Ja, also alternativ zu erschweren, das könnte ich anbieten, das von Grad 1 auf Grad 2 aufzustufen oder so, aber wie du möchtest. Ich gebe dir eine +7 und das funktioniert nur bei Pferden, nicht bei anderen Tieren, nicht bei Menschen. Okay, ja, also kein Präzedenzfall schaffen, aber ich mach mal. Moment, ich muss gerade noch wegen dem Grad schauen. Grad 1 ist aber 0, also es ist einfach die +7.